Wird ziemlich dunkel so mit der Zeit, ne? Hat wahrscheinlich... Ziemlich dunkel so mit der Zeit. Was? Vor mir ist kein Auto. Ey, sie fahren eine Ampel oben so. Ne, hat so LSB an sich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSB die FR mit mir und euch und Bob. Bob ist wieder im Sheriff. Im Los Angeles County als Sheriff unterwegs. So bestimmt's. Ja, wir spielen wieder ohne Schnee. Und wir sind plötzlich im neuen Jahr. Das ging irgendwie so schnell. Beziehungsweise so plötzlich. Da war die andere Folge und irgendwann war dann Silvester und irgendwann hat mich dann realisiert. So, irgendwie war das ziemlich schnell so, was YouTube angeht. Da ist irgendwie... Habe ich mich mit der Zeit ein bisschen vercheckt. Gut, wir sind im neuen Jahr und es gibt ein paar Änderungen, die ich machen möchte, ja. Wir steigen erstmal ein, damit wir, während ich jetzt rumfahre, irgendwie noch was anderes sehe als ein Auto. Ich habe übrigens hinten diese ekelhaften Sheriff-Sticker mal weggemacht. Habe ich mich gestern Abend mal rangesetzt. Gut, das war eine Sache von 3 Minuten. Ich habe mich trotzdem hingesetzt, deswegen kann ich ja rangesetzt sagen. habe die Dinger mal weggemacht, weil die sehen so unfassbar hässlich aus. Da habe ich es lieber ohne den Teilen als mit den Dingern. Aber gut, darum soll es heute gar nicht gehen. Es gibt ein paar Änderungen, die ich machen möchte. Und zwar werden LSPFA-Folgen jetzt nicht mehr täglich kommen. Ja, Emergency Carjacking interessiert uns gerade nicht so arg. LSPFA-Folgen werden nicht jeden Tag kommen wieder. Oder nicht mehr, so rum. Dafür, und das werdet ihr in der Folge sicherlich schon gesehen haben, werden die Folgen länger. Ne, dass wir dann einfach... Weil ich habe Bock auf andere Sachen. Ich möchte auch noch Abwechslung reinbringen, nur LSPFA ist irgendwann ja. Ich hoffe, ihr versteht das. Das heißt, LSPFA wird jetzt unregelmäßig Abständen kommen. Dafür werden die Folgen 30, 40 Minuten lang, ja. Und ich habe noch eine Frage an euch, beziehungsweise eine kleine Umfrage. Vielleicht mache ich da eine Umfrage auf Strawpoll. Das gucke ich mal noch. Wenn in der Beschreibung ein Link ist, dann klickt da drauf. Da gibt es eine Umfrage. Und zwar, soll ich die Folge schneiden? Also irgendwie zusammenschneiden, also nicht die Folgen zusammenschneiden, sondern den Inhalt einer Folge zusammenschneiden, sodass wir wirklich nur LSPFA haben, oder soll ich da, weißt du, schreibt einfach mal, oder stimmt dann halt mal ab, ob ich cutten soll, oder ob ich die Folgen als Ganzes lassen soll, ja? Mhm, okay. Mir ist es im Endeffekt egal, aber, weiß ich nicht, ihr müsst halt sagen, ob ihr das lieber habt, wenn wir halt zwischendurch noch so ein bisschen reden und so einen Scheiß über andere Sachen reden, so wie jetzt gerade mehr oder weniger, oder ob ihr wirklich nur LSPFA sehen wollt. Ne, schreibt es einfach mal rein. Mir ist es wie gesagt egal. Gut, habe ich noch irgendwas zu sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Verdammt. Ach genau. Ich laber mich zwar nicht zu. Wir warten kurz. Ich werde jetzt öfter Streams machen und ich werde jetzt auf Twitch streamen. Das heißt, vor jedem Stream werde ich ein Ankündigungsvideo hochladen. Inwiefern, wie das aussehen wird, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es einfach ein Bild sein und eine Musik irgendwie. Ich stream morgen. Ja, mehr wird das nicht sein. Weil ich möchte mir da jetzt nicht so viel Aufwand für geben, weil das muss ich eh immer neu machen. Da möchte ich jetzt nicht immer drüber labern. Vor allem, weil ich mich dann eh wieder verzettle und dann wird das Stream-Ankündigungsvideo irgendwie 20 Minuten lang. Weißt du? Obwohl ich einfach nur sagen möchte, dass ich am nächsten Tag einen Stream mache. Ihr kennt mich da. Ja, bevor wir uns dann verzetteln oder so. Ihr könnt aber mal reinschreiben, was wir streamen sollen. Also das können wir schon machen. Dass ihr da mal eure Vorschläge reinschreibt. Ich habe überlegt, vielleicht GTA 4. Oder Emergency. Emergency wollte ich vielleicht sogar ein Let's Play machen. Alles noch so ein bisschen. Nicht final alles. Gucken wir einfach mal. Und einfach jetzt zum neuen Jahr wollte ich mal ein bisschen den Kanal ein bisschen, nicht einen Neustart machen, aber mal irgendwie nur mal alles ein bisschen überdenken. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, weil ich habe mich hingesetzt, habe ich auch so überlegt, so, was könnte man jetzt besser machen? Da bin ich zum Schluss gekommen, LSPFA dominiert ziemlich krass, während alles andere untergeht. Und alles andere gibt es quasi gar nicht mehr. Und, Alter,
Der rast aber schon, ne? Und das möchte ich halt eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich einen Kanal haben, wo mehrere Sachen kommen, wo ich auch mal andere Sachen bringe. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Ich hoffe, ihr findet das okay. Ihr könnt auch mal reinschreiben, was man machen soll. Vielleicht Rainbow Six. Ja, ich habe da so ein paar Kollegen, die könnte ich mal mitnehmen und ihnen sagen, ey, wir machen jetzt Rainbow Six. Könnte ich machen. Schreibt einfach mal rein. Also, ne, ich könnte auch Watch Dogs, wobei Watch Dogs 2 zieht so krass viel CPU bei mir zurzeit, ich weiß nicht wieso. Aber auch dazu könnte ich ein Video machen oder einen Stream. Ne? Wir sind da eigentlich ja komplett frei. Und ich möchte halt auch, dass ihr das mitentscheiden könnt. Deswegen schreibt es einfach mal rein. Oh, wir haben jetzt 5,5 Minuten gelabert. Ich schäme mich schon wieder. Ey, nein, nix vor Reifen laufen. Naja, gut. Wir spielen jetzt LSB, klar. Ne? Keine Angst mehr. Ich laber jetzt nicht mehr drüber. Wir spielen ohne Schnee. Ne? Dafür ist jetzt hier ein. Im Deutschland ist jetzt dafür ganz viel Schnee. Das habe ich heute schmerzhaft mitbekommen, weil ich mich nach, ich glaube, 20 Metern erstmal fit aufs Maul gelegt habe. Das, naja, war jetzt eher suboptimal. Aber gut, das hat zum Glück nicht so krass wie getan. Aber, naja, musste jetzt nicht unbedingt sein. So, in Pursuit of Heavily Armed Suspects, das machen wir jetzt mal. Genau, das nehmen wir kurz vor. Oh ne, wie viel sind denn das? Ja, nach dem fahren wir jetzt aber. So. Oh. Oh, da wird geschossen. Schatz feiert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich fahre mal ganz kurz weiter. Ach du Scheiße. Na, fahren Sie mal nicht durch. Fahren Sie nicht durch. Nein, nein. Ja, fahren Sie mich ein bisschen zu. Ja, ich hasse Sie. Oh Gott, ich da. Ah, geh dahinter. Fuck, Alter. Oh. Ich geh mal hier hinten. Ah, da. Au. Was wollen die da? Ah, wieso werde ich von... Ah, wieso wollen mich alle... Ah, was ist das denn? Leute. Regt euch ein. Ich musste. Was habt ihr da? Ist der da hin? Eiskalt. Ach du Scheiße, da wird der. Hier. Ich brauche Verstärkung. Ah, geht sie weg. Ich warne sie. Gehen sie weg. Ah, nein. Haben wir es jetzt? Wir müssen. Ja. Gut, was war das denn gerade? Was zum Fick war das denn gerade? Vor allem, wo kamen die her? Was ist denn das? Motorradtreff oder was? Das Blut zusammenschlagen? Was ist denn das hier für ein Klischee? Für ein klischeehaftes Handeln gerade gewesen? So. Hier ist Blutverderben. Ernsthaft. Ja, erstmal schön vor den Zoomer fahren, dann wieder rückwärts. Wir holen mal ein Corona. Ich glaube, das wäre ganz gut angebracht. Ganz kurz gucken, haben wir. Nein! Bob! Nicht baden gehen. Bob. Mensch. Ich bin enttäuscht. Ich sollte nicht so rumschreien. Jetzt kommen wir den Nachbarn hoch. Das wäre nicht so gut. Aber was macht denn Bob da hoch? Was macht denn der? Hat der Herpes oder was? So. Was habe ich nicht? Bin ich dagegen gelaufen? Ich mache hier gerade alles kaputt. So, der hier war, glaube ich, böse, oder? Haben sie Blut irgendwo? Der Herr? Sie sehen sehr tot aus. Pass auf, wir beseitigen dich mal. Na super. Da wollte ich den jetzt eigentlich gar nicht haben. Oh, der hängt ja auch super. Ach, das ist ja eine tolle, das ist ja eine Leichenschau hier. Ja, das ist aber keine Stadt, das ist eine scheiß Brücke, ja. Begrenzt es mal darauf, dann komm wieder. So. Wir fahren mal weiter.
Ja. Mann, ist mein Fenster kaputt. Wir haben übrigens ein paar Einschusslöcher. Was ist das hier für eine Folge? Ja, gehen Sie aus dem Weg. Ich krieg mich halt. Also, what the fuck? Was ist das denn jetzt hier? Ich sag grad, ist er gestorben an den Dialekter? Der ist jetzt hingeflogen, oder was? Wir fahren einfach mal weiter. Ah, komm, mach Platz. So. Erstmal kurz einen Schluck trinken. Wieso geht jetzt der Reifen? Ach so. Wäre vielleicht sinnvoll noch zu reparieren. Was? Ach so, ich bin noch im Components-Menü. Habe ich eigentlich meinen God-Mode aus? Habe ich. Okay. Ach so, ich mach das mal. Da kann ich mir hier drauf gehen. So. Gott, also das ist ja schon mal ein super Einstieg ins neue Jahr. LSPFA fängt super an. Macht Spaß. Man merkt einfach, wieso wir dieses Spiel nach 180 Folgen immer noch spielen. Das macht mir Angst. Übrigens, ich möchte jetzt auch aktiver auf Facebook werden. Das heißt, ich habe diese Twitter-Verknüpfung endlich mal aufgelöst. Und werde die Folgen immer manuell jetzt auf Facebook verlinken und dann dazu auch noch weiter einen kleinen Text schreiben. Das heißt, oh, da. Herr Fahrer. Ich möchte ja nichts sagen, aber Ihr Beifahrer ist spontan eingeschlafen, glaube ich. Ja, dann macht doch der Whisky. Juckt den nicht. Juckt den einfach nicht. Kriegt einen Fall. So, boah. Guck mal, die Stimme, Alter. Hör mal, ist heute Tag des Frontalzusammenstoßes, oder was? Da kann ich gerne mitmachen, aber, geht ein bisschen aufs... Wollen Sie mitten reinfahren? Ja, so halb. So, wo war ich? Genau, ich möchte aktiv auf Facebook sein, das heißt, ich werde auch hin und wieder was posten. Nichts Politisches natürlich, weil sonst gehen da Diskussionen los, die möchte ich gar nicht haben. Aber hin und wieder vielleicht auch mal ein bisschen was aus dem privaten Leben. Oh, da. Fragt mich doch gleich von deinem. Tschüss, ihr Mongos, ey. Na, da. Da. So. Ne, öfter Facebook. Link ist in der Beschreibung, falls ihr mir da liken. Falls ihr mir da liken wollt. Da werde ich dann auch hin und wieder sicherlich mal was aus dem privaten Leben posten. Irgendwie, was weiß ich. Bild von meiner Katze. Keine Ahnung. Irgendwie, wenn es halt einen gegebenen Anlass gibt. Oder irgendwie sowas, ne? Das, falls ihr es haben wollt, falls nicht, ist auch egal. Ich mach's halt einfach. So, jetzt haben wir erfolgreich drei Autos, die Schnauze vorne ramponiert. Das, naja. Ich sag nichts dazu. Oh Gott. Ich fahre aber auch selber heute wieder ein bisschen... Nach irgendwie knapp zwei Wochen Pause auf dem GTA selber ist das natürlich nicht so einfach. Möchte ich mal ganz kurz sagen. So, ich glaube, wir machen immer Verkehrskontrolle, oder? So, fahren Sie mal rechts ran. Besten. Jetzt flüchtet der auch noch. Ich krieg heute noch. Was, ich sag's euch. So, wir verfolgen den jetzt. Und mal gleich Verstärkung. Was macht er? Ja, genau, fahr am besten jetzt. Oh! 1050? Ja, die haben den, oder? Nein! Nicht erschrecken von mir! Ah! Lege! Oh, da! Hallo! Papa! Oh, ich habe fast mein Getränk umgeworfen. Und vor allem, wenn das umfliegt, weil ich stelle es mal auf die andere Seite. Wenn das jetzt umgeflogen wäre, wäre mein Rechner im Arsch gewesen. Das heißt, die Folge wäre ungefähr jetzt vorbei gewesen. So, ich habe gerade gemerkt, die Zäune hier sind nicht idiotensicher. Wurde der jetzt festgenommen? Ja, wurde der. Okay, perfekt. Dann kann ich für den Transporter holen. Ich muss jetzt mal das Loadout zurücksetzen. So, jetzt haben wir nämlich wieder hier ein cleanes GTA-Loadout. A homicide psycho with a gun. Na den. Der wird mitgenommen, ne? Das heißt, wir müssen uns hier gar nicht mehr drum kümmern. Das Motorrad ist... Nur das machen sie schon. Ja. Oh Gott. Ich hole euch einen neuen Ikea-Zaun. Tut mir leid. Oh, davon ist es schon.
Kollege! Ich gehe mal mit dem Taser dran. Ganz sneaky. Das hat super funktioniert. Kollege! Ah, wieso gehen sie denn... Da! Sind festgenommen. Wegen... Bedrohen auf offener Straße, wortwörtlich. Nicht auf Boden. Boden. Okay. Wäre voll geil, wenn sie den jetzt nicht umfahren würden. Okay. Vielen Dank für ihre Kooperation. Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank, steigt aus. Guten Tag. Gut. Hier kommt unser Transporter für alles. Der ist einfach weggerannt. Wir holen mal hierfür mal einen Towtruck. Wir wollen ja auch die Straßen einigermaßen sauber halten. Dann geht das schon. Da ist irgendwo ein Hund. Wo ist denn der Hund? Jetzt mache ich wieder Sachen kaputt. Da ist ein Hund. Guten Tag, Hund. So. Wollte nur mal eben Hallo sagen, ne? Auch zu unseren tierischen Freunden. So. Haben wir jetzt einen geregelten Ablauf. Ich kann so ungefähr... jetzt, ja, ja. Okay, ich merke, mein Tahoe ist an seine Grenzen gestoßen. Muss ich mal kurz reparieren. Außerdem steht uns das ja eh zu. Also von dem her. Das Interior ist wieder super. Ja, super. Ja. Fahrt euch mal hinten drauf. Das freut die Kranken. Die Kranken, das sind die Versicherungen. Ich habe dazu aufgerufen. Ich kann da nicht meckern jetzt. Müssen wir kurz Respawn-Code Free machen. Hier, pass auf, wir fahren mal hin. Fahren die mir hinten rein, ey. Gibt's wieder Schmerz. Gibt's da schnell, gibt's kein Schmerzensgeld, da gibt's Autogeld. Scheiße. Schon blöd sowas. So. Auf dem Highway ist das. Ach du Scheiße, das ist ja ewig weit weg. Nee, komm, das brechen wir ab, weil das endet wieder darin. Road Rage ist viel witziger. Das endet nämlich wieder darin, dass wir dann irgendwo in Los Angeles dann irgendwo rauskommen und dann immer noch nicht gefasst ist. Darauf habe ich jetzt dezent keinen Bock. Das heißt, drüber fahren. Links, abbiegen. Oh. Ja, genau. Genau. So fahre ich auch immer privat. Genau so, nicht anders. Als war bei Polizei jegliche Verkehrsteilnehmer weggerammt. Okay, oh, gehen Sie bitte auf eine Seite. Das wäre voll geil, wenn Sie eher nach rechts gehen würden. Aber links kommt nicht mehr viel. Übrigens, AST-Setting ist natürlich auch wieder beendet bis... irgendeinem... Rammt euch weg? Achso, das ist Road Rage. Okay. Okay, hier ist der andere. Jetzt fährt er im Gegenverkehr. Ich glaube, ich werde nie mehr. Pass auf, wir holen mal kurz Air Support. Und fahr mal ein bisschen vorsichtig auf den Seitenstreifen hier. Oh Gott. Oh Gott. Das wird witzig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der fährt aber gut, ne? Das muss man dem lassen. Alter, wir müssen den Umwegen stoppen. Ich probiere jetzt zu pitten. Kollege! Hören Sie damit auf! Die gefährden sich und andere. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der fährt da, der ist Motorradfahrer. Oh. Ja, wie viel? Oh, 1050, heavy 1050, heavy 1050, heavy 1050. So, jetzt ist aber langsam mal gut. Steigen Sie aus. Aussteigen. Oh, da. Oh, Heavy 10-5. Oh, da. Ich hoffe, es geht Ihnen einigermaßen gut. Ich glaube, Sie haben Rad ab. Haben Sie aber auch, wenn Sie keinen Unfall haben. Wir verfolgen weiter. Ja, nein. Aber ich mach das nicht. Ja, ich habe mal den Kofferraum verkleinert. Ja, der war mir ein bisschen zu groß. Habe ich ein bisschen Angst bekommen. So, da ist der Herr. Nee, Moment, das ist der nicht, das ist der Herr. Kollege, Ihre Tür ist jetzt gesch... Oh Gott, ich hab super geparkt.
Okay, Foot Pursuit, Foot Pursuit. Motorradfahrer. Foot Pursuit. Foot Pursuit. Komm, ich krieg den. Oh, der ist hingefallen. Auf dem Boden, die Homo-Fürst. Ja, guck mal, perfekt. Jetzt nehme ich ihn hier fest. Ah, ne, der nimmt den jetzt fest. Stimmt ja. Was denn hier? Oh, hier geht's, tief runter. Oh, das ist nicht gut. Da gehen wir nicht lang. Wäre aber witzig, wenn er da runtergefallen wäre. Please return to the victim and ensure they're okay. Ja, am Arsch. Am Arsch return ich jetzt zum Victim, Alter. Das ist in Turkmenistan, ey. Ja, bis ich beim Victim bin, ist es eh schon tot. Ja, entweder durch Altersschwäche oder durch die Verletzungen. So. Wir returnen mal. Das ist auch nur 50.000 Meter entfernt. Ich trinke nochmal kurz was. Lalala. So, mal einen kleinen Roadtrip durch die USA zum Victim. Ist das ein Cop oder fährt da hier ein bisschen schnell, der Zivilist? Jetzt der Zivilist. Ich glaube, das ist ein Cop, oder? Das ist ein Cop. Guten Tag. Ah, okay, juckt den nicht. Juckt den nicht. Ich fahr mal mit Code 2 High. So, wo ist Herr Victim? Herr Victim, wie geht's Ihnen denn? Ich fahr mal kurz hier rechts rein, damit wir nicht alles zumachen. Guten Tag. Ich glaube, Ihnen geht's gut, oder? Thank you so much, officer. Your spots was really fast and you saved my life. What about my car, sir? Morse Mutual will take care of the damage, but can I drive it home or do you need to tow it away? Can you check it for me? Check it over for me? You can tow it away if you need to. Ja, gucken wir uns nochmal an. Ich gebe dem Sprung eine 7. So. Entschuldigung, ich muss gerade bewerten. Ich muss gerade Jury spielen. So. Ich glaube, damit können sie nach Hause fahren, oder? Das ist, aber hinten. Ja, komm, sie können nach Hause fahren. Ja, und wie kann ich Ihnen jetzt hier sagen? Sie dürfen nach Hause fahren, ne? Da steigen Sie mal ein. Da so. Da. Da. So. Ne? Sie können weiterfahren. Wir steigen mal ein. Genau. Weil wir haben nämlich selbstfahrende Autos. Nur funktionieren sie doch nicht so gut, ne? Deswegen müssen wir selber fahren. So. Bob. Komm wieder zurück zu deinem Verstand. So. Sie können weiterfahren. Ich glaube, ich muss mal kurz so. Schalte jetzt ein. Ja, perfekt. Guck mal, easy. Aber fahren Sie bitte in die andere Richtung. Oh. Ja. Bedanken Sie sich bei dem Herrn. Der hat sich gerade gedreht. So, wir reparieren mal kurz. Lalala. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich merke gerade, wir sind jetzt bei 23 Minuten. Eine normale Folge wäre jetzt vorbei. Und ich merke gerade, das ist eigentlich verdammt kurz. Also man schafft nicht viel. Klar, sind 20 Minuten. Das ist jetzt, ob das jetzt kurz oder lang ist, ist relativ. Aber ich finde, dass das für alles BFA tatsächlich nicht allzu lang ist. Merke ich gerade so. Bicycle on Highway. Ach du Scheiße. Ja, ich hab's glaube ich gefunden. Jetzt gehen Sie mal. Ja, wow, ich kann den ja nicht mal stoppen. Alter, bin ich mich gerade erschrocken. Alter. Das LSPDFA Plus Traffic Stop Menu. Was ist das LSPDFA Plus Traffic Stop? Lege. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem? Ich kann ihn ja nicht... Ah, doch jetzt. Ich muss einen ganz komischen Winkel stehen. Fahren Sie mal rechts ran. Am besten ganz rechts auf den Seitenstreifen. Nein, okay.
Ja, das LSPD A Plus Traffic, Traffic Stop Menü ist das normale Menü. Ja, genau. Question Driver. Is there anything on the bicycle that is illegal? Nope, not at all. No, huh? Is there anything about your person that may harm me? No, I think you. I think. Yeah. Thank you very much. Why are you riding a bicycle on this road? Because I was in no fit state to drive. Aha. Er war der Meinung, er war nicht bereit dazu. Übersetzt man das? Er war körperlich nicht fähig, ein Auto zu fahren. Fährt aber mit dem Fahrrad auf dem Highway rum. Have you had drink recently? I'm drunk as a skunk. Aha. Have you done illegal drugs recently? None of those in my shitstöpfe. Kollege, ich glaube, Sie sind ein bisschen behindert. Das heißt, wir werden mal kurz einen Alkoholtest machen. Meinen Sie, Ihre Kunststücke, die Sie mir da zeigen, die sind ja toll, aber... 0,088, das ist ja evil. Haben Sie Drogen genommen? Erstmal checken. Na, machen Sie nochmal Ihr Kunststück. Man kann es ja nicht, wer so Fahrrad fahren kann. Der hat schon meinen höchsten Respekt. Negativ, negativ, okay. Alter, das blendet. Egal. Gut. Naja, ich meine, Sie sind betrunken. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier in den USA ist, ne? Ich lebe erst seit 50.000 Jahren hier. Kann aber nicht sagen, wie das ist. Bin aber ziemlich sicher, dass es so ähnlich ist wie bei meinen Kollegen in Deutschland, dass die nicht Fahrrad fahren dürfen, wenn die so krass betrunken sind. Deswegen, wie ist denn das da? Schneiden Sie mal ab. Und ja, ich kann es jetzt eigentlich auch nicht. Weil im Endeffekt, ich meine, ich lasse es bei einer Verwarnung. Ich meine, Sie fahren Fahrrad auf einer Autobahn, weil Sie kein Auto fahren können. Das ist ja ein guter Gedanke, ja. Beziehungsweise ist es ein guter Gedanke, nicht Auto zu fahren, wenn Sie meinen, Sie können es nicht. Sie können es nicht, ja. Allerdings, dann ein Fahrrad zu nehmen, ist jetzt nicht das Beste. Aber daher, dass Sie eh nur sich selber gefährdet haben und nicht die anderen, ist das jetzt mir scheißegal, was Sie damit machen. Nur dürfen Sie jetzt nicht weiterfahren, weil sonst kriege ich nämlich auf die Eier. Ja, ich gebe dir nicht Pegas. Jetzt bleiben Sie doch mal da, Kollege. Also ich finde, Sie können weiter... Jetzt gucken Sie doch hier nicht. Wenn Sie doch mal auf, hier ins Handy zu gehen, ey. Also ich werde jetzt... Ich glaube, wir sind eh fertig. Das heißt... Alter, ist ja gut. Sie müssen jetzt hier nicht gleich Auffahrunfälle machen, nur weil der Herr kein Fahrrad mehr fahren darf. Also, wir transportieren das mal ab. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Weil der darf jetzt auf jeden Fall nicht mehr weiterfahren. Das ist auf dem Highway rumrennt. Gut, das ist jetzt nicht das Optimalste, aber mach's nix, ne? Es ist jetzt halt so. Gut, wir fahren weiter. Oh. So. Ich trinke nochmal kurz einen Schluck. Ah. Lecker Fanta. Fanta lustig. Es könnte übrigens sein, dass ich heute einen Stream mache. Ne, jetzt wo wir schon beim Thema sind. In irgendeinem Game. Das heißt, ihr könntet mal auf Twitch vorbeischauen. Ich werde jetzt übrigens auf Twitch streamen. Ich weiß nicht, ob es vorhin drüber kam. Aber YouTube ist jetzt Geschichte. Weil bei Twitch ist einfach besser. Das ist eine bessere Plattform. Na gut, bei Twitch ist einfach besser und pipapo, bla bla bla. Gefällt mir lieber. Ja. Gefällt mir einfach lieber als YouTube. So, ich glaube, wir halten mal den Hammer hier an, oder? Warte mal. Na, fahren Sie mich aber bitte nicht um. Was war das denn gerade? Ich weiß, ich verstehe es nicht. Gut, egal, wir halten jetzt mal irgendjemanden an. Den Hammer jetzt weiterfahren lassen. Es ist grün, du Homo. Fahr. Mensch. Dich zieh jetzt raus, ja? Du bist schon wieder so richtig, du gehst mir wieder auf die Nerven, ja? Dich fick ich jetzt weg. Warte mal kurz. Kollege. Ja, du hättest dich einen Taser aus.
Guten Abend. Einmal ihre fucking ID, ey. So. Ey. Amy Taylor. Behinderter Name. So. Alles gültig bei Ihnen. Machen wir mal einen Drogentest. Irgendwas müssen Sie haben. Irgendwas müssen Sie doch haben. Weil Sie sind da vorne richtig krüppelig nicht weit gefahren, obwohl grün war. Das ist jetzt so krass auf die Eier gegangen. Sie müssen doch was haben. Komm. Kollege. This person failed to provide a valid brief sample. Machen wir es nochmal. Ich bin mal gespannt. Wieder. Das heißt, die ist so betrunken, dass sie nicht mal das Rohr treffen kann. Passen Sie auf. Mal. Wieso geht denn das nicht? Steigen Sie mal aus. Wir machen das so. Steigen Sie aus. Ich weiß, wieso es nicht geht. So. Oh! Das tut mir leid. Ich wollte eigentlich hier hinten mal ausrutschen. Keine Zeugen. Die ist gestolpert. Oh, kein Totschwack. Totschwack ist falsch. Corona. Die ist ausgerutscht. Warte mal, ich muss mal kurz irgendwie. Straßensperre. Die kommen nicht durch. Nein, nein, nein. Hier gibt's nichts zu sehen. Was hier so lange braucht, das sind nur Sie, weil Sie nämlich. Was? Was? Wie haben Sie mich gerade genannt? Wie haben Sie mich gerade genannt? Muss ich Ihnen was kaputt treten? Naja. So. Sie können weiterfahren. Die wird jetzt mitgenommen. Wir holen hier mal einen Towtruck. Ist nichts passiert. Das war jetzt suboptimal. Ich gebe das jetzt zu. Ja, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ja, immer schön die Karre rammen. Finde ich gut. Ja, ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Was ist denn jetzt schon wieder? Crash meine LSPDFA. Ich krieg Herpes. Ja, kurz reload. Ah, reload. It's going. So. Da, da, da. Und sind wieder drin. So. Wird ziemlich dunkel so mit der Zeit, ne? Hat wahrscheinlich. Ziemlich dunkel so mit der Zeit. Was? Vor mir ist kein Auto. Ey, sie fahren eine Ampel oben so. Ne, hat so LSPDF an sich. So, wir fahren mal wieder nach links. Komm. Links ist cool. Oh, ist schön, dass die Folgen mal länger gehen. Da kommt man mehr rein. So in die Folgen irgendwie. Warte mal. Ey, Herr Reh. Wo ist das Reh hin? Wo ist denn das Reh hin? Reh verloren. Wiederhole, Reh verloren. Ich wollte das Reh eigentlich, aber ich meine, es ist eh wahrscheinlich irgendwie nicht mehr auf den Straßen. Also von dem her. So, Dispatch, haben wir was? Prisoner Transport, nee. Organized Street, nee. Vicious Dog, ja komm. Machen wir noch was für die Hundeliebhaber, die sich dann aufregen können. Ein bissiger Dog. The dog is chipped. The search area will automatically update. Das finde ich gut, dass sie das machen. Also irgendwo hier ist ein Hund. Wir machen mal die Sirene aus, damit ich keinen Ohrenkrebs krieg. Und fahren wir nur mit Licht rum. Hab ja so die Vermutung. Baustelle oder Tankstelle? Links oder rechts? Wir fahren mal hier lang. So, schalten wir eben das Suchlicht an und gucken dann mal. Ach, das ist sogar nicht mal ein Suchlicht in dem Fall. Das ist nur ein Fernlicht sogar, ganz normal. Das ist ja easy. Voll langweilig. Ich glaube aber, der Hund ist nicht hier.
Warte mal, wir gucken mal eben. Vielleicht ist der Hund nämlich woanders. Da ist der nämlich auch einfach die Straße entlang. So. Da. Warte mal. Wenn wir ruhig sind. Hör mal, glaube ich, einen Hund, oder? Nee. Man sieht doch anhand des Suchkreises, in welche Richtung sich der Homo bewegt. Heißt, er müsste sich theoretisch... Es läuft da Richtung Straße. Boah, so also im Dunkeln, das ist echt nicht einfach. Guck mal kurz, ob wir so einigermaßen mittig stehen. Eigentlich wäre hier eher so die Mitte. Was ist denn... Wie weit ist denn das weg? Ja, super. Danke GTA, dass du den Waypoint instant wieder löscht. Ups. Wir machen mal kurz an und gucken uns das zu Fuß an. Ja, genau, machen wir am besten noch mehr Lärm, Bob. Und? Ja, Bob. Geh gleich Suizid. Boah, das Licht. Ekelhaft. Welche Richtung bewegt sich der denn? In die Richtung. Das ist eine Katze. Ne, das ist aber kein Hund. Also eine Katze, ne? Guten Tag, Mr. Katze. Da ist unser Auto. Das interessiert uns gerade wenig. Ah, hier geht's zu viel. Da ist ein. Ne, das ist ein Grasbüschel. Okay, da ist der Hund. Oh, the dog doesn't appear to be a threat. Press L to leave the dog and go code 4. Press K to call for animal control. Naja, der ist echt nicht so. Nochmal L. Komm in code 4. Okay, ich habe ihn aus Instinkt getasert. Weil normalerweise, naja, ist er ja nicht so lieb. Bevor er mich hier wegfickt. Ficke ich ihn lieber weg. Aber zum Glück hat er es überlebt. Easy going. Ja, alles easy. Katze? Ja, da ist eine Katze. So. Wo ist unser Auto? Da ist unser Auto. Wo ist unser Auto? Da ist unser Auto. Ja. Yeah. So. Ich bin sowas nicht gut. Leute, ich würde sagen, das waren jetzt richtig coole 40 Minuten. Also diese 40 Minuten gefallen mir mehr als diese 20 Minuten täglich. Da machen wir lieber 40 Minuten irgendwie alle paar Tage. Ich glaube, damit komme ich persönlich viel besser zurecht. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr teilt die Meinung, dass LSPDFA so einiges interessanter ist, wenn man wirklich 40 Minuten in diesem Ding drin ist. Und dann halt ganz entspannt das gucken kann. Und so weiter. Übrigens, ich habe noch was vergessen, was ich am Anfang noch sagen wollte. Und zwar wollte ich mich eigentlich nochmal bedanken an euch. Ich wollte mich bei euch bedanken, so rum, für den Support, den ihr gebt, weiß ich nicht, für die Unterstützung. Ich weiß, ich bin nicht der Beste, was Planung, Organisation und alles Mögliche angeht, aber dafür wollte ich mich einfach nur mal bedanken, dass ihr da so eine treue Community seid, dass ihr für alles Verständnis habt, wenn eine Folge mal später kam oder gar nicht kam oder irgendwie, falls es organisatorisch mal wieder so überhaupt nicht funktioniert wegen mir. Das habt ihr immer gesagt, easy going geht klar und das finde ich einfach geil. Das hat nicht jeder. Und da, ich wollte mich einfach mal bedanken bei euch. Ja, das werde ich jetzt auch, glaube ich, an den Anfang schneiden. Und wenn ich schon an den Anfang schneide, gleich im Video seht ihr noch die richtigen Informationen. Aber jetzt wollte ich ganz kurz sagen, genau, dass das Video immer verteilt über den Tag kommt. Schlichtweg aus dem Grund, damit ich organisatorisch nicht so dämlich dastehe. Und dann das Video, weil es war früher immer so, dass manchmal ein Video halt später kam als 18 Uhr. Und dann habe ich mich immer so schlecht gefühlt, weil ich meine, ich sehe das ja auch ein bisschen als Aufgabe, ja. Das Video, jetzt hat er mal auf, hier rumzubrüllen, dass das Video halt immer pünktlich kommt.
Und wenn es halt nicht funktioniert hat, dann war ich immer ein bisschen blöd drauf für den Tag, sagen wir mal so. Nein, natürlich nicht, aber ne, das ist mir immer so ein bisschen peinlich gewesen. Deswegen sage ich, das Video kommt einfach Alter. Das Video kommt einfach verteilt. Irgendwann am Tag. Das heißt, es wäre sinnvoll. Es müsst ihr nicht machen, aber es wäre sinnvoll, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal zu abonnieren und dann dieses bei diesen neben den Abonnierzeichen dieses Ding zu aktivieren, dass ihr eine Nachricht auf euer Handy bekommt, wenn ein Video kommt. Müsst ihr nicht machen, wie gesagt, ihr könnt auch einfach jeden Abend drauf gucken, weil dann wird das Video wahrscheinlich eh da sein, so ab 21 Uhr oder so. Nur halt für die Leute, die das Video instant sehen wollen, empfiehlt es sich halt. Aber wie gesagt, da möchte ich auch keinen Aufruf zu machen, sondern das ist einfach ein Tipp an euch. Aber gut, wie gesagt, ich wollte mich einfach nochmal bedanken für diese paar Jahre YouTube, die ich jetzt machen konnte. Und ne, alles irgendwie, weiß ich nicht, da wollte ich einfach mal was sagen zu. Und daher, dass ich jetzt auch noch zusätzlich an den Anfang des Videos schneide, wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Und für alle, die sie schon gesehen haben, wünsche ich einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns in der weiteren Folge von Alles mit A. Bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao.